unterwegs zum dritten Mal. Lara schafft jetzt auf dem Gletscherpass irgendwo in Tibet. Man sieht, es geht das gleiche Rennen los. Man muss Hindernis ausweichen und dann auch in dieser unterirdischen Schneehöhle da möglichst gegen Leute prallen. In dem Moment sollte man Munition aufsammeln, sollte Münzen aufsammeln und man muss dann auch bereit sein, da durch Schnee abzuholen und Steine treffen lassen. Schwierigkeit wie immer bei Relic Run, es ist eine unübersichtliche Strecke. Sie windet und dreht sich so. Und sie hat lang, weil sonst hält man das Loch, aber das ist gut. In dieser Schneehöhle da. Also als Spinne, als Arachnophobiker ist das würde ich dann einem so Albträume einbringen wahrscheinlich. Munition ist wichtig, weil man braucht die grosse Knarre, wenn man nur mit der Pistole auf die Spinne schießt, dann wird man sie leider nie, das ist fies, da muss man unten durch, wird man leider die Spinne nie erlegen, mit der Pistole ist es schwierig, darum muss man die grosse Knarre zücken, allerdings eben ist dort Munition knapp. Da war's. Und das schafft man dann wahrscheinlich nicht mehr. Da ist hüpfen und dann gleichzeitig nach links zu schaffen. Da kommt dann eine Art riesiger Roboter oder so. Der ist I'm
tatsächlich nur die Pistole, was ein Fehler ist. Ich hätte eigentlich noch Munition. Das ist ja unaufmerksam. Die Kosten an der Stelle sind der Kevlar-Weste. Punkt da auch, das erinnert jetzt ein bisschen das Relic.